Herein, herein. Jetzt kommt Leben in die Bude. Morgens kurz nach 7 in Annis Laufstall. Die Frau mit den Locken ist Anni. Mit bürgerlichem Namen Anja Bräkow. Und der Laufstall, ihre Kita in Rheinfelden. Die hat sie vor 15 Jahren gegründet, als das hier noch ein Mehrfamilienhaus war. Also wir haben erst nur eine Wohnung gehabt, dann die zweite dazu. Inzwischen haben wir auch noch die Kellerräume, den Garten, den Hof und den Dachboden. Also das Haus ist übernommen, würde ich sagen. Und das TV-Interview ist auch übernommen. Okay. Ja, und was wollt ihr noch dazu sagen? Dann haben wir noch eine Burg besichtigt und dann waren wir noch lecker essen. Schön. Apropos lecker essen. Das Kita-Fernsehteam hat es jetzt auf Köchin Katharina abgesehen. Hier wird noch frisch gekocht. Das leistet sich die Kita auf eigene Kosten. Geld vom Staat gibt es dafür nicht. Hier kriegen sie Frühstück, Mittagessen und dann nachmittags noch ein Festbau. Ihr Kita-Paradies ist eine große Ausnahme, weiß Anja Bräkow. Die Realität hat sie jahrelang selbst erlebt, als Angestellte. Zu wenig Personal auf zu viele Kinder, keine Zeit und Dauerstress. Jeden Morgen Tag für Tag. So lange, bis sie nicht mehr konnte und nicht mehr wollte. Ich war in dem Moment an dem Punkt, wo ich gedacht habe, ich brauche einen anderen Beruf. Ich kann so nicht weiterarbeiten. Und ich habe dann auch erstmal tatsächlich aufgehört. Doch dann der Neustart und der Wunsch, es selbst besser zu machen. Dann habe ich gedacht, naja, dann machst du Tagesmutter, kannst du wenigstens mit 5 Kindern schön gemütlich das Ganze auf den Weg bringen. Naja, und daraus ist jetzt das entstanden. Vom Paradies in Rheinfelden in die harte Realität. In Stuttgart treffen wir die Erzieherin Lauga Tegetow zusammen mit Eltern. Sie organisiert Demos gegen die Kitastrophe. Das ganze System Kita sei überlastet, werde Kindern nicht gerecht und vergraule die wenigen Fachkräfte. Wie kaputt das System sei, habe sie selbst erlebt. Zum Beispiel Situationen, dass ich im Mittagsbereich zeitweise mit einer Kollegin alleine für 50 Kinder, für 40 bis 50 Kinder zuständig war. Es war einfach nur noch aufpassen, dass alle überleben, aufpassen, dass sich niemand ernsthaft verletzt. Und das waren einfach so, ich bin da aus dieser Stunde rausgegangen und war so fix und fertig. Die Kitastrophe trifft auch Mütter wie Marion Dorbart. Sie muss Teilzeit arbeiten, nur um ihren Sohn rechtzeitig aus der Kita abholen zu können. Hab dann 3 Monate verkürzt und hab dann ein paar Monate wieder voll gearbeitet. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, das tut weder mir gut, noch tut es meinem Kind gut. Und hab dann seit letztem September dauerhaft auf 80% reduziert. Und das in einer teuren Stadt wie Stuttgart, ne? Und das in einer teuren Stadt wie Stuttgart, klar. Und 80% arbeiten heißt natürlich auch 20% weniger Gehalt. Wir hatten schon weinende Mütter vor der Kita, die da standen sind und einfach wussten, das müssen sie ihrem Arbeitgeber das wieder erzählen oder ihrem Chef oder Chefin. Und mit völliger Verzweiflung, wie sie da jetzt diese Situation so auf Dauer meistern und einfach am Ende mit der Energie. Auch Robert Weißgräber engagiert sich für bessere Kitas und ist Vater von 2 Söhnen. Horrorgeschichten kennt auch er zu Genüge. Wo Leute davon erzählt haben, dass sie ihre Hypotheken nicht mehr bezahlen können und da wirklich jetzt in echt Existenznot geraten sind. Das sind jetzt nicht Einzelfälle, sondern das ist wirklich durch die Bank regelmäßig immer wieder und auch schon seit Jahren. Nur ein paar Straßen weiter liegt die Olga-Krippe. Guten Tag und herzlich willkommen. Alexander Müller leitet die Kita. Nagelneu und hochmodern. Der Bau wurde erst 2020 eröffnet. Alles ist da. Nur eine Sache fehlt. Sie sehen es, der Raum ist eingerichtet. Es gibt Spielsachen. Die Kinder könnten hier kommen. Könnten. Tun sie aber nicht. Dabei ist der Bereich komplett ausgestattet. Hier haben wir den Schlafraum für die 10 Krippenkinder. Sie sehen es auch hier. Die Betten sind da, die Matratzen sind da, nur die Kinder sind diejenigen, die noch fehlen und natürlich das Personal, das die Kinder betreut in der Krippe. Und das ist der springende Punkt. Alexander Müller hat zu wenig Personal. 30 Plätze stehen deshalb leer. Diese Etage ist seit der Eröffnung nie in Betrieb gegangen, obwohl der Bedarf riesig ist, wie überall im Land. Im Jahr 2022, 2023 muss ich 230 Absagen verschicken und das ist natürlich echt, echt bitter.
Wir könnten hier wirklich von heute auf morgen 5 bis 6 Leute einstellen und könnten hier die Kinder aufnehmen und die weiteren Betreuungsplätze schaffen. Aber mir geht's echt so, ich weiß nicht, woher wir dieses Personal nehmen sollen und wo wir es finden können. Ich bin ratlos. Der Blumentopf ist links unten. Zurück in Rheinfelden. Anja Breckhoff ist nicht nur Chefin einer Privatkita, sondern leitet auch den Verband Kita-Fachkräfte und hat so einige Einblicke. In vielen Kitas herrsche das Prinzip sauber und satt, erzählt sie. Für Pädagogik bleibe oft keine Zeit. Dabei müssten viele erst mal richtig Deutsch lernen. Was wir einfach feststellen ist, dass die Kinder tatsächlich immer weniger Rüstzeug und auch Handwerkszeug haben für die Schule. Ein Kind kann den Namen schon schreiben, ein Kind kann noch nicht mal einen Stift richtig halten. Fertig. Laut einer Studie des Verbands Bildung und Erziehung gefährdet die dünne Personaldecke die Sicherheit der Kinder. Gewalt nehme zu. Ein Problem sieht auch Anja Breckhoff. Da prallen verschiedene menschliche Aspekte aufeinander und natürlich geht es dann auch mal gewaltvoll zu. Und es darf nicht so sein, aber das ist leider Realität. Dass Kinder, Eltern und Erzieher glücklich und zufrieden sind, wäre eigentlich Aufgabe der Bildungspolitik. Stattdessen ist es oft das Engagement Einzelner, das den Unterschied macht.